Jetzt ist sie im Finale und bitte begrüße sie mit einem hysterischen Applaus. Hier kommt für euch Helene Bockhorst. Ja, guten Abend. Ich hatte lange Zeit große Probleme mit meinem Selbstwertgefühl, also dachte ich. Aber ich habe dann rausgefunden, mein Problem ist nicht mein Selbstwertgefühl, ich bin Kacke. Und was fängt man mit seinem Leben an, wenn man selber weiß, dass man Kacke ist? Zuerst dachte ich, ich gehe in die Politik. Die Idee hatten andere zuerst. Deswegen bin ich dann auf der Bühne gelandet. Und viele nutzen ja diese Aufmerksamkeit, die sie bekommen, wenn sie auf einer Bühne stehen, um gesellschaftliche Probleme zu thematisieren. Und ich rede eigentlich immer nur über Drogen und schlechten Sex. Aber ich habe halt auch keinen Bock zu recherchieren. Ja, Schuld an allem sind eigentlich meine Eltern. Also ich hatte wie viele Künstler eine sehr schlechte Kindheit. Mein Vater war nie da und hatte keine Zeit, mich zu schlagen. Es musste alles meine Mutter machen. Ich höre häufig, dass Leute sagen, oh, ich würde meiner Mama so gern alles zurückgeben, was sie für mich getan hat. Will ich auch. Aber ich will nicht in den Knast. Aber das muss euch auch gar nicht weiter leid tun, dass ich so eine schlechte Kindheit hatte. Ich habe festgestellt, gesamtgesellschaftlich gesehen, ist das total sinnvoll. Also ich kaufe viel Alkohol, das kurbelt die Wirtschaft an, schafft auch viele Arbeitsplätze, gerade so im therapeutischen Bereich. Und ich hatte auch eine Zeit lang ziemlich viel Sex mit Leuten, die sonst ganz sicher nie Sex gehabt hätten. Also ich war so ein bisschen so eine ehrenamtliche sexuelle Inklusionshelferin. Danke. Ja, einer muss es ja machen. Ihr könnt das jetzt leider gerade nicht sehen, weil ich eine Brille aufhabe, aber ich bin eigentlich total attraktiv. Also wenn ich die Brille abnehme, dann passiert hier alles in Zeitlupe. Leise Musik erklingt, ich werde in sanftes Licht getaucht. Keine Sorge, ich werde das jetzt nicht demonstrieren. Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Es wäre unfair den anderen gegenüber, ne? Aber früher wusste ich das nicht, dass ich nur die Brille hätte abnehmen müssen und dann alle über mich hergefallen wären. Und ich habe dann viele Sexratgeber gelesen. Da stehen echt komische Sachen drin. Da hieß es zum Beispiel, man soll Punkte schaffen am Körper, wo Menschen gerne hinsehen. Und ich habe das ein bisschen zu wörtlich genommen, leider. Ich habe mir hier am Dekolleté 2 Piercings machen lassen. Könnt ihr das sehen? Können Sie da bitte hingucken? Das hat sehr weh getan, das machen zu lassen. Exhibitionismus ist übrigens keine Straftat, wenn es eine Frau macht. Das steht auf Wikipedia. Die offizielle Begründung ist, Frauen machen das seltener. Das ist eine Begründung, die ich nicht verstehe. Frauen bringen auch seltener jemanden um. Habe ich deswegen jetzt einen gut für die Quote? Aber mein Problem ist, seit ich diese Piercings habe, guckt mir überhaupt kein Mensch mehr freiwillig in den Ausschnitt. Und ich habe auch eine Theorie, woran das liegt.
Und zwar habe ich gelesen, dass Menschen, immer wenn sie irgendwo zwei Punkte nebeneinander sehen, unterbewusst annehmen, das seien Augen. Und natürlich freut sich keiner, wenn er einem unauffällig auf die Brüste gucken will und das Gefühl hat, die Brüste gucken zurück. Ich habe tatsächlich auch mal über eine Brustvergrößerung nachgedacht, jetzt gar nicht unbedingt, weil ich es doof finde, kleine Brüste zu haben, aber ich habe unglaublich hässliche Füße und ich putze auch sehr ungern Schuhe. Ja, aber es war nicht alles schlecht in diesem Sexratgeber. Ein Tipp war tatsächlich ganz gut. Und zwar hieß es da, man soll immer eine Flasche dabei haben. Und wenn man sich mit einem Mann unterhält, dann soll man so ganz nebenbei, ganz natürlich, immer so ein bisschen mit dem Mund an der Flasche rumspielen. Und ich habe das eine Zeit lang mal ausprobiert. Immer wenn ich in einem Gespräch war mit einem interessanten Mann, dann habe ich so... ein paar ganz dezente Bewegungen gemacht. Und wenn man das lange genug macht, dann fragt der Mann irgendwann, warum machst du das? Und dann habe ich gesagt, weil ich Sex brauche. Und das hat dann immer geklappt. Eine Zeit lang habe ich auch viel Online-Dating gemacht. Ich fand das immer ganz praktisch. So ein bisschen wie sich Essen beim Lieferservice bestellen. Man kann sich da irgendwas auf einem Foto im Internet aussuchen und das kommt nach Hause. Man muss sich nicht ganz so viel Mühe geben. Kann auch mal in Jogginghose die Tür aufmachen. Aber das, was man bekommt, das sieht halt auch nicht so aus wie auf dem Foto. Und das ist auch oft nicht mehr so heiß. Kennt ihr das, wenn ihr mit jemandem verabredet seid und so denkt, boah, das ist echt nicht die Person, die ich erwartet hatte und auch echt nicht attraktiv, aber jetzt muss ich mit dem schlafen, der hat sich ja extra ein HVV-Ticket gekauft. Kennt ihr das nicht? Na, der HVV hat die Preise aber auch ganz schön angezogen, also ich fühle mich da schon verpflichtet. Ja, aber ich habe mich immer heimlich so ein bisschen gefreut, wenn die Männer bei ihrem Alter gemogelt haben, weil ich stehe so ein bisschen auf ältere Männer. Ich frage mich allerdings, ob ich vielleicht nur deswegen auf Ältere stehe, weil ich schon immer Schwierigkeiten hatte, mit Leuten Schluss zu machen. Ich hatte neulich eine Diskussion mit anderen Comedians im Backstage-Bereich. Da haben wir darüber geredet, ob es eigentlich Stand-up-Comedy heißt, weil man sich dabei hinstellt und ob es dann nicht auch horizontale Comedy geben müsste. Und die anderen meinten alle, nee, sowas gibt es nicht. Und ich dachte, naja, es liegt vielleicht daran, dass ich eine Frau bin, aber... ich habe schon echt viel horizontale Comedy erlebt. Fängt meistens damit an, dass irgendein Typ sagt, so, jetzt besorge ich es dir mal so richtig. Das, was dann kommt, ist Comedy. Also wenn ihr diesen Satz hört, dann solltet ihr aufstehen und gehen. Ihr verpasst da absolut nichts. Das habe ich jahrelang für euch getestet. Ich meine, warum sagen Leute sowas? Das ist Sex, das ist nicht Fernsehen für Sehbehinderte. Aber eine interessante Frage ist auch, was macht man, wenn es schon zu spät ist, um noch aufzustehen und zu gehen? Wie geht man mit schlechtem Sex um? Da hat mir eine Freundin neulich was erzählt. Also ich muss dazu sagen, sie ist so ein bisschen materialistisch veranlagt, das habe ich auch gleich gesehen, als sie mir ihren neuen Freund vorgestellt hat, dachte ich so, oh, guten Tag, Sie sind bestimmt reich. Ja, ihr lacht, als ich das mal in der Hafen City erzählt habe, da hat keiner gelacht.
Da waren die alle so, was meint sie? Aber dieser Typ, der kauft ihr oft teure Designer-Handtaschen und sie liebt Handtaschen. Und sie meinte, wenn beim Sex irgendwas so ein bisschen unangenehm ist und sie das eigentlich nicht mitmachen möchte, dann denkt sie an die nächste Handtasche und stellt sich vor, wie schön diese Handtasche wird. Und das hilft ihr durch vieles hindurch. Seit ich das weiß, sehe ich Frauen mit Handtaschen, mit ganz anderen Augen. Ich habe auch hier im Publikum schon einige hochpreisige Exemplare erblickt. Hoffentlich alle redlich verdient. Aber ich habe das auch selber mal ausprobiert. Neulich hatte ich Sex mit meinem Mann und dann habe ich gemerkt, jetzt gehen unsere Vorlieben so ein bisschen auseinander. Manche kennen das vielleicht, der eine Partner will es ein bisschen härter, der andere eher nicht. Und dann habe ich mir aber vorgestellt, wie wir zusammen eine Handtasche kaufen gehen und wie dann alles wieder gut wird. Und das hat auch eine Weile geholfen, aber als wir dann im Laden standen, meinte mein Mann, Helene, was soll ich mit einer Handtasche? Dankeschön. Liebe Leute, das war in Hamburg, Helene Bockhorst.